Ergebnis und werde Teil der Revolution. Was wollt ihr machen? Sie zu Tode driften? Driften zu Tode. Underground Soldier. Revolution. Tyler, meine Leute haben den Regierer abgeholt. Miller hat zwar das Fahrwerk und die Bremsen ruiniert, aber darüber will ich mal hinwegsehen. Wie großzügig. Ja, oder? Hör zu, wir müssen uns treffen. Was, jetzt? Ja, jetzt. Wir sehen uns downtown, am Elysium Casino, auf der Rückseite. Hey, Leute, und kommt zurück zu Need for Speed Payback. Hey, Raph. Mac muss was für mich abholen. Es wird ihm gefallen. Sag ihm Bescheid, wenn du ihn siehst. Werde ich. Wir werden jetzt... Oh! Schnellreise. Entdeckte Tankstellen und weitere Schnellreisepunkte zu erhalten. Gekaufte Garagen kannst du kostenlos per Schnellreise erreichen. Okay, denn wir sollen hier unten hin. Und deswegen teleportieren wir uns hier zur Werkstatt. Beziehungsweise zum Tuning Shop. Oh, wo ruft jetzt schon wieder an? Einer meiner Kontakte sagt, in Fortune Valley liegen einige stillgelegte Autos herum. Ein gescheiterter Hausdeal vielleicht. Wie auch immer, falls ihr sie findet, bringt sie doch zum Airfield. Eins nach dem anderen. Erstmal hier zu diesem Heißpunkt gehen. Und dann nochmal versuchen, das stillgelegte Auto zu bekommen. Aber erstmal hier die Garage kaufen. Zack. Raph, der Gambler hat den Wagen. Gut. Er wird ein echt gutes Team brauchen, um aus dieser Tankstelle zu werden. Du konntest sie nicht knacken? Nein. Das Steuergerät ist eine Spezialanfertigung mit Hardware-Verschlüsselung. Sowas habe ich zuletzt in Singapur gesehen. Was zum Teufel stellt das Haus mit so einer Tech an? Keine Ahnung. Aber bleib wachsam. Wir müssen uns mit den Gambler treffen. Das machen wir sofort. Im letzten Part haben wir nämlich den ersten Heist gespielt. Wir haben ein Hypercar zurückgeholt. Aber welches Hypercar es war, erfahrt ihr im letzten Part. Hier erfahrt ihr nur, wie es jetzt weitergeht. Und hallo Racer, hier ist eure Hüterin. Mit den Wüstenwinden kommen auch ein paar heiße Gerüchte. Ein junger Racer namens Ty sorgt für mächtig Wirbel, indem er einige der Oldschool-Ligen von der Straße fegt. Wer ist der Kerl? Ist er Single? Angeblich könnte Ty sogar gut genug für den Outlaws Rush sein. Auch wenn er bis dahin noch einiges vor sich hat. Ty, mein Freund. Bleib dran und misch die Ligen weiter auf. Aber arbeite an deinem Wagen, Mann. Sonst schaffst du es nicht mal bis zur Startlinie des Outlaws Rush. Oh, ich arbeite an ihm, glaub mir. Und jetzt sind wir hier beim Gambler und ihr habt die Hüterin gehört. Wir haben das Zeug dazu, also geben wir unser Bestes. Hey, ich wollte dich gerade... Tyler, der Konvoi-Job war übrigens gute Arbeit. Das hat mich schwer beeindruckt. Ich? Es ist unmöglich. Ich bin so beeindruckt, dass es mich inspiriert, eine Menge Geld auf euch zu setzen. Deine Crew hat das Zeug dazu, die Drift- und Drag-Rennen der Stadt zu beherrschen. Das heißt Shift, Lock und Riot Club. Besiegt ihre Bosse und ihr kommt dem Rush einen Schritt näher. Denkst du, ihr könntet das für mich tun? Oh, und sag deiner Freundin Jessica, jemand, den ich kenne, hat einen Job für sie. Eine VIP-Abholung. Ich schicke die Details, okay? Naja, sowas haben wir bisher noch. Guter Junge, war nett. Und da haben wir neue Missionen. Alles klar, Leute. Wir knöpfen uns den Riot Club und Shift Lock vor. Das heißt, ich brauche einen Dragster. Gib Bescheid, wenn du einen hast, dann stimmen wir ihn ab. Wie sieht's bei dir aus, Mac? Ich kümmere mich selbst um meinen Wagen. Danke. Es wird Zeit für ein paar Drifts. Oh, und Jess? Der Gambler sagte was von einem Job für dich. Du müsstest die Info schon haben. Wirklich? Interessant. Jetzt können wir endlich unseren Driftwagen und unseren Dragwagen ausprobieren. Hier ist Drag.
Hier ist Drift. Aber erst versuchen wir wieder, das stillgelegte Auto uns zu schnappen. Denn das ist ja auch noch offen. Der Mazda, der hier steht. So, auf ein neues. Und dann können wir erstmal unser Racecar und unser Offroadcar können wir dann erstmal in der Garage lassen. Denn erstmal müssen wir unseren Dragster und unseren Drifter tunen. Aber erstmal optisch aufhübschen, würde ich sagen. Weil die Drag-Rennen so schnell vorbeigehen, würde ich sagen, nehmen wir erst uns unseren Driftwagen vor. Und dafür benutzen wir das Wrack. Wir könnten zwar auch unseren Nissan 350Z benutzen, oder 250Z. Weiß jetzt gerade nicht so genau aus dem Kopf, wie der heißt. Aber mit dem würden wir nicht weit kommen, denke ich mir mal. Weil ein Wrack kann man ja bis zum Maximum an Leistung tunen. Und so leicht wollen wir es ja auch nicht haben. Denn als ich dieses Spiel hier privat durchgespielt habe, habe ich nämlich die Drag-Rennen mit den Nissan gemacht. Und zwar alle Drag-Rennen. So, du drängst mich hier nicht ab. Ich hasse immer noch nach wie vor euch. Ihr mit euren Elektro... Okay. Spielt ihr mal ein bisschen Pinball mit uns? Oder Ping-Pong? Eieieiei. Mensch, das ist kein One-Nah. Ich kann euch nicht so leicht zerstören hier. Ja, dreh dich selber. Du machst es gut. Oh Gott. Alter, shit. Oh no, das... Shit, sie haben mich. Das erste Mal, dass wir von einem Riehorn getroffen wurden. Genauso wie im letzten Part. Versuchen wir es auch noch ein zweites Mal. Aber das war bis jetzt das weiteste, was wir geschafft haben. Wenn der Weg nicht so weit wäre. 5 Kilometer. Ist übelst weit mit so einem Wagen. Ach, stillgelegte Autos. Eine gute Herausforderung. Danke, EA. Das hält ja nur mich auf, Trackrennen zu machen und Driftrennen zu machen und mal bei den Runnern vorbeizuschauen, was Jazz dann für eine Aufgabe hat. Aber nun gut. Fast erledigt, den Polizisten, den Cop. Ich hätte gedacht, du kuschelst jetzt mit dem Gegenverkehr. Schade. Oh Gott, nein, 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 nein. Ich definiere Zielperson ist immer noch flüchtig. Nitrum Gegenverkehr, Tankers-Herausforderung abgeschlossen. Cool. Mindestens etwas. Unser schöner Mazda, der sieht schon demoliert aus.
aber aufs Übelste demoliert. Willst du mich umbringen? Ich glaube schon. Hätten sie aber einen Racer weniger, den sie ständig jagen müssen. Gott, die Rihons nähern sich wieder. Diesmal den Rihon getroffen wieder. Aber wir wurden nicht erwischt. Nein, du verpiss dich mal. Dich brauche ich hier nicht. Gott, ey. Hoffentlich entkommen wir jetzt mal. Einen kleinen Abstand haben wir rausgefahren, aber den haben die jetzt wieder eingeholt. Vielleicht hat er seinen Führerschein gekauft. Das kann man ja im Ausland. Oh Gott, schon wieder Rihorn. Diesmal ausgewichen. Oh, wir könnten es diesmal schaffen. Aber ich sollte nicht so optimistisch sein. Ich sollte mich nicht zu früh freuen. Aber das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Sagte er und fährt gegen den Stein. Oh Gott. Wir können jetzt einfach querfeld ein, oder? Jawohl. Auf zur Heimat. Und geschafft. Puh, echt knapp. Oh ja, das war es. Und da steht er bei uns. So. Wagen auswählen. Aha. Ich habe das immer vertauscht. Unser Trackstar ist ja der Nissan. Gut, dann fahren wir halt mit unseren Mustang. Und mit den Wagen habe ich privat die Driftrennen gemacht, als ich dieses Spiel durchgespielt habe mit den Nissan 350Z. Wer die Deluxe Edition von Need for Speed Payback hat, der kann mit diesen geilen Wagen driften und der lässt sich übelst geil driften. Und weil wir den ja hier schon optisch verändert haben, müssen wir ihn nur noch tunen. Sehr schön. Und deswegen teleportieren wir uns hier unten hin. Na, so. Mal schauen, wie gut man mit denen driften kann. Hey Mac, ich brauche deine Hilfe. Würdest du was für mich abholen? Du weißt, du kannst auf mich zählen. Es wird dir gefallen. Ich schicke dir die Infos. Okay, mach das. Erstmal tunen wir hier. Jawohl, das kommt rein. Erstmal für alles einmal rollen. Und bremsen. Nehmen wir auch. Erstmal den Wagen hier verbessern. Da ist erstmal egal, was für Teile wir reintun. Beziehungsweise was für Teile wir hier rausbekommen. Alles bringt uns Leistungsplus. Und den könnten wir sogar bis 399 tunen, weil das an Frack ist. Und Fracks kann man bis zum Maximum tunen. Wir haben auch bestimmt wieder Lieferungen, weil unsere Teile-Token gehen langsam leer. So, Auspuff. Sprung wieder. Level 5. Oh, cool.
So, wir haben zum Beispiel Turbo 2, also nochmal ein Turbo rollen. Und es kommt raus. Bremsen. Level 3. Ja, komm. So. Das eintauschen. Jetzt haben wir einen Teile-Token. Und mal gucken, ob wir Lieferungen haben. Jawohl, 3 Basislieferungen. Teile-Token, Geld, Neon. Was noch? Geld, Teile-Token, Reifenqualm. Oh. Luft, Teile-Token und Geld. Haben wir Premium? Nein, leider nicht. Aber jetzt können wir nochmal rollen. Nämlich Block zum Beispiel. Denn wir brauchen, glaube ich, so 170 Leistungspunkte. 5. Steuergerät. Erstmal das Schwächste verbessern. Bremse. Ja, zack. Was machen wir jetzt? Mal das Getriebe. Und danach den Turbo, würde ich sagen. Nochmal. Ja, komm. Hau rein. Und jetzt nochmal den Turbo. Tempo. Level 4. Geil. Aber ich glaube, das reicht immer noch nicht. Aber wir können ja Teile-Token eintauschen gehen. Da ist noch ein Teil. Da auch. Nochmal Getriebe rollen. Mal schauen, was diesmal rauskommt. Beschleunigung. Level 7. Geil. So, machen wir uns einen Teil der Token leer. Und rollen nochmal Auspuff. Ach, ich gehe ständig raus. Da. Nitro. So, jetzt sind wir gut aufgestellt. Mit 186. Ach, empfohlen sogar 110. Wow. Okay. Dann müssen wir den, hoffe ich mal, nicht in naher Zukunft nochmal verbessern. Weil wir alles reingeknallt haben. Was ging? Hey Mac, ich habe eine Frage. Ja? Vor dem Königsegg-Job wolltest du doch den Mustang deines Dads in die Staaten fliegen lassen. Was hat's damit auf sich? In dem Wagen habe ich fahren gelernt. Ein kirschroter 65er Ford Mustang. Er hatte sogar einen Silverrock Lufterfrischer am Rückspiegel hängen. Was ist aus ihm geworden? Mein Dad musste ihn versetzen, nachdem die Fabrik geschlossen wurde. Mist. Ich hoffe, du kriegst ihn irgendwann zurück. Das werde ich. Ganz bestimmt. Wo wirst du sein, wenn die Revolution beginnt? Wir sind die letzte Bastion gegen die Konzerntyrannei. Die driftenden Freiheitskämpfer des desinformierten Zeitalters. Wir sind Shiftlock.
Gute Neuigkeiten, Rekrut. Du darfst dich im Shiftlock-Test beweisen. Zeig mir, wie du driftest, dann reden wir. Bist du dieser driftende Anarcho-Hacker? Wie heißt du nochmal? Ich bin jeder, ich bin niemand. Ich bin der Underground Soldier. Gut, Underground Soldier. Drifte 200 Meter ohne Unterbrechung und übertrifft die Zielpunktzahl. Jawohl! Das werden wir doch schaffen, bestimmt. Driften. Denk daran, nimm Tempo auf und lenke hart ein, um ins Driften zu kommen. Tippe die Bremse an, um einen größeren Winkel zu erreichen. Setze Nitro ein, um deinen Multiplikator zwischen zwei Kurven zu sperren. Durch Kollisionen verlierst du deinen Multiplikator. Sei also vorsichtig. Und wir machen jetzt unser erstes offizielles Drift-Event. So, 200 Meter weit sollen wir driften. Erstmal hier die Steuerung klarkommen von den Wagen auf das Handling. So, jetzt klappt kann es langsam. Und hier bei dieser großen Kurve können wir, glaube ich, das erreichen mit den 200 Metern. Jawohl. So, jetzt haben wir die Zielpunktzahl schon erreicht. Und langsam komme ich hier auch rein mit den Wagen zu driften. So halbwegs. Ja, hier Einheit 23. Wir haben hier jemanden, der es absolut drauf hat. Over and out. Boah, ein richtig fetter Vierer-Multiplikator. Ganz genau. Das haben wir locker schon gewonnen. Mal schauen, ob wir noch 200.000 Punkte erreichen. Ich glaube schon. Jawohl, haben wir erreicht. Über 200.000 Punkte. Und im Ziel. Ohne mich selbst zu loben, das war der Wahnsinn. Oh yeah. Für das erste Drift-Event nicht schlecht, Herr Specht. Und wir sind Level 8. Und wir nehmen das in der Mitte. Ja, bauen wir ein. Noch 5 Driftmissionen. Das waren echt sehr gute Treffen, Rekrut McAllister. Nenn mich einfach Mac, okay? In Ordnung, Mac. Tiger wirkt für dich. Du kriegst deine Chance. Ich schätze, er macht wohl doch mehr als nur Tiger-Selfies. Zeig uns in Amber Valley, was du drauf hast. Ob du das Herz eines Soldaten hast. Okay. Das wird aber dann das letzte Event sein, was wir in diesem Part machen. Und die ganze Zeit ist die Musik aus. Nein, kein Fotomodus. War gerade Live-Tuning. Oh, okay, wir könnten das anpassen. Aber auf Standard lasse ich das lieber. Auf Standard komme ich gut klar schon. Ah, jetzt ist Musik an. Okay. Und ich wollte gerade sagen, schon ein Stern. Aber es ist ein Speedrun. Den machen wir noch schnell. Die Strecke werden wir dann driften. Richtig geil. Nein, das machen wir jetzt nicht nochmal. Oh mein Gott, das war eine Großgeschwindigkeit. Oh mein Gott, das ist zu schnell. Zu schnell. Ha, viel besser. Fahre nicht länger als 2 Sekunden abseits der
asphaltierten Straße und übertrifft die C-Punktzahl. Nein, das schaffen wir bestimmt nicht. Willkommen auf der Teststrecke. Schlag unser Ergebnis und werde Teil der Revolution. Was wollt ihr machen? Sie zu Tode driften? Driften zu Tode. Underground Soldier. Revolution. Kapiert? Ich hoffe. Oh Gott, 43.000 Punkte nur. Wie armselig ist das denn? Sagt er und macht Fehler. Das sind die richtigen. Aber das schaffen wir noch. Könnte ich drum wetten? Jawohl, jetzt haben wir es schon geschafft. Aber die Herausforderung hätten wir trotzdem nicht geschafft. Jetzt bin ich wieder drinne im Driftflow. Der Wagen lässt sich auch so gut driften ohne Live-Tuning-Abstimmung, wenn man sich nicht damit auskennt. Sollte man auch nicht dran rumbasteln. Genauso wie ich es mache. Denn Driften kriege ich auch hin. Rühren, Soldat. Das Driften bekomme ich auch so hin. Ohne dieses Live-Tuning. So, zwei Drift-Events geschafft. Und das bauen wir nicht ein, oder doch? So, nach vier Events. Aber die werden wir jetzt nicht alle hintereinander fertig machen. Für einen Konzernschaf. Komisch, gegen die schicken Konzernwagen, mit denen ihr driftet, habt ihr aber nichts. Wir setzen die Waffen der Bourgeoisie gegen sie selbst ein. Wenn dich das besser schlafen lässt, Che Guevara. Wir könnten jetzt zwar da weitermachen, aber das machen wir nicht, denn im nächsten Part stellen wir uns den Trackrennen. Deswegen porte ich mich wieder dorthin, damit wir es dann nicht so weit haben zum Tuning Shop. Gut Leute, dann würde ich sagen, das war's, diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.